Die Windschattenschlacht ist eröffnet. Jetzt taucht der Franzose innen ein. Und das wird reichen. Das wird reichen für Arthur Pick, um sich Nico Müller zur Brust zu nehmen. Müller schert bereits hinter Pick ein. Der bremst aber auch ganz, ganz spät. Jetzt haben sie beide den gleichen Bremsplatten. Hoppla, das entmündet in einem Reifenschaden. Auch das durchaus eine Folge von zu viel Bremsplatten. Nikolai Martsenko, so hätte es gestern nämlich auch Stoffel van Doorn ergehen können. Hier die Ursache, aber die Berührung mit dem zweiten AV-Auto. Der Frontflügel hat ihm dort den Reifen aufgeschlitzt. Nikolai Martsenko im Duell mit Jan Kunja aus Brasilien. Kunja hat hier dem Russen den Garaus gemacht.